Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es gefällt, ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich über ein Abo. So, im letzten Video habe ich ja die Zucchini-Beilage mit Kapern und Sardellen gezeigt. Und jetzt kommt es zur Hauptspeise, nämlich Wolfsbarschfilets mit Haut auf Polenta. Das war halt die Beilage, die ich letzte Woche schon gezeigt habe. Das werde ich unten nochmal verlinken. Ein Traum. Auch am Schluss, wie das auf dem Teller aussieht. Also, ne, es geht ja nicht wirklich um die Optik. Das spielt bei mir definitiv nicht die Rolle, wie in Sterne-Restaurants, wo jeder Punkt sitzen muss. Aber manchmal ist das Essen einfach für sich genommen so schön und so schmackhaft schon vom Zugucken her. Und das ist meines Erachtens hier auch der Fall. Guckt euch das an. Es geht also um Fischfilet, frischen Fisch mit Haut, Kapern, Polenta, die Beilage vom letzten Video und zusammengenommen ein absoluter Traum. Wer mit diesen Komponenten klarkommt und Fisch mag, unbedingt mal nachmachen. Und viel Spaß beim Zugucken, beim Nachkochen und guten Appetit. Es folgt ein Traum. In einem Video zuvor habe ich das ja mit der Beilage schon gezeigt, Zucchini, Fenchel, darum geht es jetzt hier nicht. Hier geht es um den Hauptakteur, die Hauptspeise, kleine Wolfsbarschfilets mit Haut. Es sind 6 Stücke, ich koche aber nur für 3 Personen, es sind ganz kleine Stücke, sensationell. So, ich habe in 2 Pfannen Butter, lasse ich aus, links werdet ihr gleich sehen, was ich mache, hier den Fisch. Und in dem kleinen Topf mache ich Polenta. Da gehe ich jetzt nicht so richtig drauf ein. Ich glaube, wie man Polenta macht, weiß jeder. Also 4-fache Flüssigkeitsmenge. Ich nehme meistens Milch und Gemüsebrühe. Und ja, und that's it. Ne? Also, und nachher kommt da Butter, Parmesan rein und Salz und Pfeffer. Und mehr habe ich jetzt hier bei der Polenta nicht gemacht, weil der Star ist die Soße und der Fisch. Und ach, herrlich. So, den Fisch auf der Haut fast durchgaren. Das kann man ja schön beobachten. Und am Schluss wird er nur kurz umgedreht und dann ist der Fisch fertig. Dann bleibt er nämlich schön glasig und saftig und man kann ihn so auf den Punkt garen. Salz, Pfeffer drauf, mehr ist nicht, weil die Soße. Also Butter, dann den Saft einer Zitrone und ein paar Zitronenscheiben rein. Und jetzt die andere Hälfte einer Tüte, die ich jetzt bei der Vorspeise auch bei der Beilage verwendet habe. Das sind in Salz eingelegte oder konservierte Kapern, nicht aus dem Glas. Ne? Deswegen darf da auf gar keinen Fall mehr Salz oder so dazukommen. Und das schön köcheln lassen. Und das wird nachher also ein Traum. Mit der Butter, mit dem Zitronensaft und so weiter. Jetzt seht ihr hier oben, wie ich die Polenta noch anreichere mit Butter und Parmesan. Jetzt kommt hier Salz und Pfeffer drauf. Salz sieht man jetzt nicht, aber beim Pfeffer werdet ihr es sehen. So und links. Der Hauptgeschmackgeber nachher beim Fisch ist die Soße mit den Kapern, herrlich. Wenn ihr Kapern aus dem Glas habt, ich finde die mittlerweile überhaupt nicht mehr so schön. Das sind luftgetrocknete Kapern in Salz vakuumiert und konserviert aus Sizilien. Dringende Empfehlung, sich die mal zu besorgen. So, jetzt wird der Fisch umgedreht. Maximal noch eine Minute, um die Unterseite noch kurz zu garen und dann unbedingt den Fisch wegmachen. So. Beilage findet ihr im Video vorher, das werde ich noch mal verlinken. Dann einen Teppich legen, quasi mit der Polenta. Man könnte theoretisch auch Kartoffelpüree oder sowas machen. Warum nicht? Dann den wunderbaren Fisch hier drauf und dann diese herrliche Soße. Diese wunderbaren Kapern, Zitronensaft, Butter und von den Scheiben kommt auch noch mal, ist überall mit Zitrone drin und guckt euch das an. Sieht das nicht herrlich aus? Und es war ein Traum, also geschmacklich ein Traum. Unbedingt nachmachen und guten Appetit dabei und gutes Gelingen.